Ich heiße Lena Griski und gehe auf die beste Ballettschule der Welt. Keiner weiß, dass ich eine Zeitreisende aus dem Jahr 1905 bin. Und mein Freund Henry will mich nach Hause zurückholen. Was bisher geschah. Unser Vortanzen bei der CJ-Kompanie war eine Katastrophe. Wenn ihr euch nicht sofort mehr anstrengt, dann könnt ihr das Vortanzen für die Kompanie abhaken. Ree, Henry und Oscar haben im Jahr 1983 viel Spaß. Im Jahr 1905 ist Frank auf der Suche nach dem Auserwählten. Wieso haben Sie die Erinnerungen von Lena und ihren Freunden gelöscht? Ich weiß es genau. Es ist wegen des Auserwählten. Wir müssen rausfinden, wer das ist. Und er bietet Claudine die Chance ihres Lebens. Stell dir eine Welt vor, in der du dich ausleben kannst. Völlig frei. Sieben, acht und eins. Also, wir arbeiten täglich mit den Tänzern der Kompanie, die von nun an eure Mentoren sind. Blamiert mich nicht wieder. Ist das klar? Denkt dran. Wir sind hier, um Gabrielle und ihren Tänzern zu beweisen, dass Veränderung möglich ist im Pariser Opernballett. Und jetzt richte dich auf, Isaac! Gerader Rücken, Ines! Danke, Lena. Wo war das beim Vortanzen? Und plié! Tendu! Und, wer bist du? Wow, mein lieber Mann. Das ist echt eine Ehre, Monsieur. Armando Castillo, das ist wow. Verstehst du? Nein, wer bist du? Was machst du in meinem Kurs? Ausgezeichnete Frage. Ich bin Romy Jensen und hier, um bei Ihnen zu trainieren. Naja, was du tatsächlich tust, ist, meinen Unterricht zu stören. Also raus mit dir, sofort. Ja, naja, Sie haben nicht auf meine E-Mails, meine Nachrichten, meine Privatchats reagiert, auch nicht auf meine Videochat-Anfragen oder auf meine Bewerbungsvideos. Was hätte ich also tun sollen? Ich musste die Sache schließlich selbst in die Hand nehmen. Okay, gut. Du bist hartnäckig, das weiß ich zu schätzen. Aber man muss erst vortanzen, um hier teilzunehmen. Oh, toll! Dann tanze ich doch gleich hier vor. Na gut, einverstanden? Du kriegst eine Chance. Romy, ja? Ja, so heiß ich. Und danke schön. Sie werden es nicht bereuen. Sie ist gut. Gut gemacht. Sehr gut. Du hast Talent. Danke fürs Vorbeikommen, aber jetzt muss ich unterrichten. Aber vielleicht, wenn ich mithalten kann, zum Beispiel mit ihr. Für einen Tag. Dann darf ich zur ersten Stufe dazugehören, solange sie hier sind. Oh, glaubst du wirklich, dass du mit mir mithalten könntest, Kleine? Oh ja. Und nenn mich nicht Kleine, ich bin kaum jünger als du. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Ich wette hier und jetzt, dass ich mit dir mithalten kann, bei jeder Bewegung, den ganzen Tag lang. Gut, abgemacht. Die Wette gilt.
Dann mal los. Wow. Hier findet gerade Unterricht statt. Oh, keine Angst, Monsieur. Sie kann ganz bestimmt nicht mit mir mithalten. Versuchen wir's. Okay, ich sag euch was. Ich bewundere diese junge Dame, die eine unserer Besten herausfordert. Und uns geht es doch darum, offen für Veränderungen zu sein. Wenn du wirklich mithalten kannst, darfst du einmal pro Woche am Unterricht teilnehmen, solange wir hier sind. Du hast einen Tag, Romy. Mach was draus. Ich danke Ihnen. Sie werden's nicht bereuen. Oh, er nicht. Aber du vielleicht, wenn der Tag vorbei ist. Dann halt mal mit. Oh, oh. Sie verwandelt sich in einen Lena-Saurosch. Ja. Was meinst du? Sagen wir so, Lena verliert nicht gern. Richte dich auf, Jeff. Gut. Siehst absolut irre aus, Süße. Du bist der Süße. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Nein, du bist der Süße. Du bist süß. Nein, du. Du. Oh, Henry, da bist du ja. Schön, dich zu sehen, Ree. Setz dich. Entspann dich. Also, was ist mit euch los? Ihr verhaltet euch irgendwie eigenartig. Na los, Darling. Erzähl ihm von deiner Idee. Sie ist absolut genial. Okay, gut. Wir haben noch 2 Tage Zeit bis zum Portaltag. Das heißt, alle Erfahrungen aus den 80er Jahren muss ich in diese 2 Tage packen, bevor ich in die Gegenwart zurückkehre. Und Henry, ich brauche dich. Du sollst dir helfen. Ich kann nicht singen, ich spiele kein Instrument, aber ich kann tanzen. Deshalb bist du auf der Ballettschule. Nein, ein anderer Tanz, Henry. Was ich machen will, ist ein Musikvideo. Damit verewigen wir uns in den 80ern. Ja. Yeah. 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 Yes. Woohoo. Ja. Diese Romy ist eine Mini-Lena. Sie brennt total für ihr Ziel. Ja, wem sagst du das? Es ist furchteinflößend. Ich finde das süß. Alter, es ist süß oder auch nicht. Ja, sie ist eine Wettkampfmaschine. Ich meine, das sind wir alle, aber sie ist... Die Krönung. Du hast keinen Partner, oder? Simon? Hallo, Monsieur. Ich bin ein Fan von Ihnen. Ein großer Fan. Jedenfalls war das nicht meine Idee. Und ich bin auch nicht dafür, aber sie setzt dann ganz schön unter Druck. Geh zu den anderen. Oh nein. Ohne Partner, Kleine. Hier geht es nur um dich und mich. Gut. Welchen Vorteil hätte ich davon, in die Zukunft zu reisen? Nun, du dürftest jederzeit deine Meinung frei äußern. Tanzen, was du willst. Hosen tragen, sogar eine Piratin sein. Und vielleicht, nur vielleicht, eine alte Rechnung begleichen. Was meinst du damit? Lena Grisky. Lena ist in der Zukunft. Ist das dein Ernst? Lena ist die ganze Zeit schon in der Zukunft? Warum und wie? Erzähl mir alles. Ist streng geheim. Ach, ich bitte dich. Du brauchst mich doch für irgendwas, sonst würdest du mir das nicht anbieten. Ja, du hast recht. Ich brauche wirklich etwas. Na, dann lass hören. Ich habe keine Zeit für dieses Hin und Her. Ich suche jemanden, der ein wachsames Auge auf Lena hat. Auf jedes noch so kleine Detail. Egal, wie unbedeutend es erscheint. Aber wieso gehst du nicht einfach selbst? Nun, naja, ich habe hier noch einiges zu klären. Ein paar Ungereimtheiten. Irgendwas verschweigst du mir noch. Was ist wirklich los? Schön. Neulich habe ich dir eine Sache nicht erzählt. Es gibt nur 2 königliche Zeitreisefamilien, die die Behörde besiegen können. Und ich stamme aus einer von ihnen. Lass mich raten. Und Lena Grisky ist aus der anderen. Thank you.
vielleicht waren meine Ziele etwas zu hoch gesteckt. Glaubst du? Gib dich einfach geschlagen, dann können wir wieder mit Leuten in unserem Alter trainieren. Und auf unserem Niveau. Ach, niemals! Echt klasse! Super! Großartig, Lena. So sieht's aus in der ersten Stufe. Bist du wirklich bereit? Oh, ich bin bereit. Dann zeig, was du drauf hast. Hey, Romy. Gut gemacht. Das war gar nicht schlecht. Ja, es war nicht schlecht, aber ich glaube, sie ist noch nicht so weit. Sie hatte keine Ausbildung an der Pariser Oper, wie man sieht. Genug jetzt, Mademoiselle Krisky. Gut, ihr dürft gehen. Wow, Elle. Das war echt hart. Findest du nicht? Was denn? Wie du eine 14-Jährige fertig gemacht hast? Hallo? Naja, es ist doch nicht meine Schuld, wenn sie nicht mithalten kann. Oder, Ines? Bitte unterstütz mich. Naja, wenn man es cool findet, eine 3 Jahre jüngere Tänzerin zu demütigen vor einer ganzen Klasse, dann ja, klar. Nico? Sie ist wirklich jung. Ja, und nichts für ungut. Sie ist viel besser, als du vor 3 Jahren warst. Also... Ja, ihr habt recht. Ich weiß nicht, warum sie mich so aufgeregt hat. Ich sollte mich bei ihr entschuldigen. Ich bringe ihr was zum Kühlen. Hey, tut mir leid, dass ich sie überfallen habe, aber nach den 12 Bewerbungsvideos, die ich ihnen geschickt habe, war ich völlig verzweifelt. Ich habe gedacht, das wäre eine gute Idee, aber ich war wohl ein klein wenig überfordert. Ich höre ein Aber kommen. Ich wusste, dass sie das verstehen. Deshalb wollte ich sie um Hilfe bitten. Aha. Ich wurde da gerade so richtig zusammengefaltet und ich muss mein Gesicht wahren. Ich wüsste, wie ich das mit Lena wieder ausgleichen kann, aber... Nun ja, aber ich brauche ihre Hilfe. Was sagen Sie? Nur, dass ich das verstehe, weil das ist unglaublich. Du platzt erst hier einfach rein, dann überredest du mich zu einem Wettbewerb mit einer meiner Schülerinnen und jetzt willst du sogar meine Hilfe. Ja. Wieso sollte ich dir helfen, Romy? Und zwar... Weil mein Vorschlag dazu beiträgt, einen gesunden Kampfgeist zu fördern, sodass die Kompanie keine Angst einjagt. Außerdem haben sie gesagt, dass sie offen für Veränderungen sind. Oh. Bitte, Monsieur Castillo, als ob sie noch nie gegen eine Regel verstoßen hätten, um was zu bekommen. Bitte. Bitte, hören Sie sich meinen Plan wenigstens an. Der ist sowas von super genial. Augenblicke. Hört mal, Leute, das ist eine Block-Challenge. Wieso kriegen wir keine Einladung? Ach, egal. Es ist eine Block-Challenge. Ich bin sowas von dabei. Ja. Wer macht noch mit? Tut mir leid, Jeff. Diesmal nicht. Was ist eine Block-Challenge? Eine Art Untergrundtanzen, das wir mal gemacht haben. Es ist großartig, aber wir machen nicht mehr mit, zu riskant. Ganz genau. Das ist doch der Sinn unserer Filmerei. Da kannst du deinen Drang nach Hip-Hop ausleben, ohne dass wir von der Schule fliegen. Kommt schon, Leute. Amando will doch offen für Veränderungen sein, sagt er. Vielleicht wär's okay für ihn.
Das ist wahr. Ja, klar. Ich sag ihm gleich mal Bescheid, oder nicht? Wir haben keine Zeit dafür. Wir kommen jetzt schon mit dem Schulstoff kaum hinterher. Wir konzentrieren uns auf die Schule und auf die Kompanie. Sonst nichts. Unglaublich, dass ich das sage, aber ich hätte nichts gegen eine kleine Ablenkung. Wir können es geheim halten. Amanda muss es nie erfahren. Lasst euch nicht hindern. Ich bin raus. Ich muss noch viel für die Schule machen und ich habe keine Ahnung von Hip-Hop. Seht ihr? Das ist ein vernünftiger Mensch. Sind wir die Einzigen? Ein letztes Mal. Ja, wirklich, Jeff. Das ist das letzte Mal. Ja! Bitte! Sag ja. Sag ja. Schön. Aber es ist wirklich das letzte Mal. Und ich entschuldige mich jetzt bei Romy. Oh, gute Idee, Elle. Aber lass sie erst mal ihre Selbstsicherheit wieder gewinnen nach der Demütigung eben. Ja, Jeff hat schon recht. Du wärst vermutlich die Letzte, die ich jetzt sehen wollte. Absolut. Ja, verstanden. Fröhliches Gesicht, trauriges Gesicht, lachendes Gesicht. Ja. Oh, wow. Du siehst umwerfend aus. Danke, Frank. Nicht du. Ich komme aus London und bin an einer renommierten Ballettakademie in Deutschland. Ich möchte gern an Monsieur Castillos besonderem Workshop teilnehmen. Ich entschuldige mich für die Verspätung. Meine Amerika-Tournee wurde verlängert. Gut. Ich komme aus Budapest, ich klettere gern und mag Geländetraining. Manchen ist das zu viel, aber ich gehe gern an meine Grenzen. Lass das. Du weißt, es geht hier nicht um dich. Ich weiß. Aber es ist ungerecht, dass nur sie Spaß haben darf. Also gut. Versuch es nochmal mit den modernen Ausdrücken. Ich bin eine Maschine! Hör auf. Sofort. Hey, was geht? Ich bin Claudine. Meine Empfehlungen habe ich gemeldet. Ich will zeigen, dass ich die Beste bin. Alles klar, Leute? Siehst du einfach fantastisch. Großartig. Jetzt noch eine andere Frisur und du bist bereit. Yo, wo sind denn alle? Die müssten schon längst hier sein. Es ist halb jetzt. Also, oh. Entschuldigung, bitte. Oh, ist nicht wahr. Romy steckt hinter der Block-Challenge. Der Tanzwettbewerb kann beginnen. That girl knows. Dance. Oh, krass. Wow. Hey. Die sind echt ziemlich gut. Hey, das ist unsere Choreo vom letzten Jahr. Ja. Ja, stimmt, oder? Ja, du hast recht, das ist sie. Aber sie sind echt gut. Total irre. Oh, oh. Jetzt werden wir auffliegen. Okay, ich höre schon auf. Wow, was geht denn da ab? Amanda geht da ab. Träume ich? Ist das sein Ernst? Ich glaube, wo hat er das gelernt? Hey! Was? Wow! Was ist gerade passiert? Hat Amanda wirklich gerade Hip-Hop getanzt? Das ist das Ende meiner Tanzkarriere. Danke. Was läuft hier? Ist das ein übler Trick, um uns auffliegen zu lassen? Keine Ahnung, aber sieht aus, als ob er lächelt. Nun, lasst uns sehen, was ihr drauf habt. Es sei denn, ihr scheut die Herausforderung. Wir sind bereit. Mehr als bereit. Yo! Dann mal los, sie sind bereit. Zeigt, was ihr drauf habt. Aha. Super, Jeff. Ja. 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 Wow, das war nicht so krass. Danke, Kleine. Ich meine, Romy, ihr wart aber auch nicht übel. Und wie hast du Monsieur Castillo zu der Block-Challenge überreden können? Ich verrate dir nicht meine Geheimnisse, auf keinen Fall.
Aber du hast es nicht anders verdient, so wie du mich heute fertig gemacht hast. Okay, na gut. Romy hat mich überzeugt, dass ihr eine Pause braucht, damit euch das Training nicht über den Kopf wächst. Dann haben Sie nichts gegen den Block? Doch. Meine Meinung ist immer noch dieselbe. Du kannst allerdings deinen Hip-Hop-Kanal behalten. Aber das ist die letzte Block-Challenge bis zum Schulabschluss. Sonst wird das nichts mit dem Vortanzen für die Kompanie. Haben wir uns verstanden? Ja, ich weiß von deinem Hip-Hop-Kanal. Und ja, ich muss auch zugeben, das hat Spaß gemacht. So, komm mal mit. Und was sagt ihr dazu? Es tut mir wirklich leid, wie ich mich vorhin verhalten habe. Ich hätte nicht so gemein sein sollen. Aber weißt du was? Ganz schön mutig, einfach so reinzuplatzen bei uns. Naja, ich wollte die Chance nutzen und mit den Besten tanzen. Ja, genau. Monsieur, was sagen Sie? Darf ich bleiben? Bitte sagen Sie ja. Bitte, 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 bitte. Sie ist gut. Okay, eine Stunde, einmal pro Woche. Danke, Armando. Also 3 Stunden pro Woche. Ich bin Monsieur Castillo und ich sagte eine. Gebonkt, Mann. Ich meine, Monsieur. Ach, und da wäre noch was. Ach, ich bin gespannt. Es wäre wichtig, dass Simon an meiner Seite ist. Ich brauche schließlich einen Partner und uns gibt's nur im Doppelpack. Schön. Schön. Wow, Leute. Wer seid ihr? Hm? Im Ernst, unglaublich, dass wir nicht von der Schule fliegen. Du bist eine Zauberfee. Ja, Armando war immer gegen den Block und du hast ihn dazu gebracht, dass er tanzt. Ja, das war total irre. Du bist echt großartig. Oh. Okay, Leute. Alles cool. Ist ein Tag wie jeder andere für uns, habe ich recht? Jupp. Wir sind die Coolsten, yo. Wir müssen los. Und danke. Hast du das gesehen? Was war das? Oh, sieh dich an. Das sieht so gut aus. Oh, seh doch. Du siehst toll aus, Süße. Und du erst. Das bist du. Henry, du klingst fantastisch. Oh, das ist echt Superman. Die 80er gehören uns. Danke, Leute. Okay. Ich versende das an diese Musikvideoshow und dann werden wir berühmt. Yeah. Ja. Irgendwas ist mit Romy, das ich nicht genau benennen kann. Sie erinnert mich an jemanden. Lena. Hallo. Sie ist eine Mini-Lena. Ist sie nicht. Okay. Sie hat echt alles gegeben. Sie hat überhaupt keine Angst. Ja, da kenne ich noch jemanden. Oh. Romy ist gar nicht meine Konkurrentin. Ich muss nur gegen mich selbst kämpfen. Du lernst deine Lektionen. Wir schaffen es in die Kompanie nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Ja, Königin. Das ist beides Lena. Wie kann das sein? Romy? Licht aus. Gute Nacht. Gute Nacht, Dad.